Todsünde! Ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, ich verstehe. Ist ja gut. Reg dich ab. Wir üben es. Tu so, als wäre ich deine Eltern. Okay, jetzt sag, was du zu sagen hast. Du überlebst das schon. Gut, sag's mir jetzt so, wie du es ihnen sagen würdest. Mom? Paps? Ja? Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll. Aber? Ich bin schwanger. Meine Tochter ist eine Schlampe! Meine Tochter ist eine Schlampe! Meine Tochter ist eine Schlampe! Du bist 15 Jahre alt, wie kannst du mir sowas antun? Da dreht sich mir ja der Magen um! Nimm meine Pistole und schieß mir eine Kugel in den Kopf, du Schlampe! Ich wünschte, du wärst nie geboren! Okay, los. Das schaffst du schon. Ich hoffe, dass Sie jetzt zufrieden sind. Ich wüsste nicht, wieso. Ach, spielen Sie nicht den Unschuldigen vor mir. Sie müssen es gewesen sein. Sie mussten es ihm unbedingt erzählen. Sie nutzen jede Chance, um uns Probleme zu bereiten. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Ach nein? Sagt Glengarriff Ihnen etwas? Glauben Sie, gestern etwas gesehen zu haben? Nur Sie können es gewesen sein. Ich habe Sie gesehen. Ich habe Sie gesehen, Mossy. Hätten Sie nicht warten können und es mir selbst sagen? Ich fühle mich zum Kotzen, wenn ich Sie nur sehe. Wieso verschwinden Sie nicht wieder in das schleimige Sumpfloch, aus dem Sie gekrochen sind? Ich habe nicht das Geringste von gestern Abend erzählt. Sie Lügner! Ich verspreche dir, Francie, wenn du wieder gesund wirst, dann verspreche ich dir, dass du an einen sicheren Ort kommst. Das verspreche ich. Es ist wie damals, als Ralph Vietano mich in der Grundschule mit Klebe beschmiert hat. Er muss dich sehr gemocht haben, Kate. Ja, klar. Er hat mich voll mit Klebe beschmiert. Du hast wirklich keine Ahnung von der männlichen Psyche, oder? Ralph Vietano war bestimmt total scharf auf dich. Er wollte nur, dass du ihn beachtest. Ha. Du meine Güte, was ist mit deinem Gesicht? Wieso? Es juckt ein bisschen seit dieser... Oh, was ist das? Ich sehe aus wie eine Tischdecke im Restaurant von meinem Onkel Vito. Jody, deine blöde Kosmetikbehandlung. Alles Naturprodukte, wirklich. Aber offensichtlich reagiere ich total allergisch darauf. Oh Mann. Was macht Dave denn hier? Er wollte den Verband an Stars Bein ändern. Was ist? Oh nein. Das ist ja meine Lieblingsassistentin. Ich hätte Hilfe brauchen können. Die Lady hier wird immer besser, aber sie hat nicht so einen animalischen Instinkt wie du. Oh, danke sehr. Tut mir leid, ich war beschäftigt. Was ist denn mit deinem Gesicht? Oh, das ist eine Allergie. Sieht ja furchtbar aus. Danke. Du solltest Zinklotion nehmen. Mhm. Hilft bei Windpocken, man kann nie wissen. Danke, Dave, aber alles unter Kontrolle. Ganz sicher? Mhm. Okay, gute Besserung. Danke. Bis dann. Gib mal her. Alles klar, ich fahre. Hast du das gesehen? Er hat mich wahrgenommen. Er hat Regen mindestens 20 Sekunden lang vollkommen ignoriert. Alles nur durch einen fiesen Ausschlag. Du solltest die Beulenpest kriegen. Vielleicht geht er mit dir essen. Aha. Komm mit, das muss eingecremt werden. Dann bleiben wir heute wohl doch zu Hause. Hm? Genau, aber ich entscheide, was wir machen. Denn das ist alles deine Schuld. Meinetwegen. Ja? Aber kein Scrabble, da habe ich nie eine Chance. Also Jody, Zomp ist kein Wort. Merk es dir doch einfach. Es ist ein Wort, Kate. Habe ich selbst erfunden.